So, hallo und wieder herzlich willkommen zu Wissenslust und ich zeige euch jetzt mal meinen wunderschönen Flieder. Die meisten denken immer, das wäre gar kein Flieder, aber das ist ein schlitzblättriger Flieder und die Blüten sind dann weiß und rosa. Seht ihr von hier oben? Also leider geht es nicht näher. Und jetzt zeige ich euch mal die ersten Blüten, die ich abgemacht habe. So sehen die dann in der Nähe aus. Sehen, das ist, die haben diese wunderschönen kleinen Tupfen. So könnt ihr es, glaube ich, sehr gut sehen. Duftet sehr schön, duftet wunder, wunder, wunderbar. Und dann gibt es dazu auch ein Rezept. Und zwar habe ich das von einer lieben früheren Arbeitskollegin. Und die hatte gesagt, 13 Dolden vom Holunder braucht man. Und dann kann man, wenn man möchte, Orangensaft zu nehmen. Ich habe jetzt im Moment diesen hier gerade da und fahre jetzt auch nicht nochmal einkaufen. Den nehme ich, also reinen Saft solltet ihr nehmen, wozu ihr Lust habt. Und dann macht man 1 zu 3 Zucker oder ihr nehmt eben ein Anregungsmittel, was gar keinen Zucker hat. Das müsst ihr für euch natürlich dann selber entscheiden. Und dann lasse ich das über Nacht, also 13 Dolden von Holunderblüten in einem Liter reinem Saft, welchen auch immer ihr da nehmt. Manche machen das auch gar nicht, manche machen das mit einer Wanne, mit Zitrone. Ich mache es sehr gerne mit Orangensaft und jetzt habt ihr ja gesehen, was ich nehme. Das lasst ihr also im Kühlschrank über Nacht ziehen. Und am nächsten Morgen, dann zieht ihr die Dolden natürlich raus. Wer möchte, kann dann die Dolden, soweit es eben geht, vielleicht nochmal in einen leckeren Teig packen und aufbacken in der Bratpfanne. Das liegt an jedem selber. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Dem einen schmeckt es und dem anderen nicht. Und dann habt ihr, wie gesagt, dann kocht ihr das auf, ganz normal, wie ihr sonst auch Gelee macht. Und dann habt ihr einen wunder, wunder, wunderbaren, gut schmeckenden Gelee. In diesem Sinne, viel Spaß beim Pflücken oder beim Zubereiten und vielleicht könnt ihr mal was drunter schreiben. Vielleicht macht ihr den Gelee ja ganz, ganz anders. Lasst euch gut gehen. Ich hoffe, ihr seid gesund oder ihr werdet wieder gesund. Bis dann. Tschüss.